Hallo Leute und herzlich willkommen zur Lektion Agenturen. Wir haben am Ende der letzten Lektion ja besprochen, dass es ab einem gewissen Punkt der Karriere sehr sinnvoll und nützlich ist, sich an eine Booking-Agentur zu wenden. Und hier habt ihr auch so einen fließenden Übergang zwischen Online-Booking-Agenturen zum Beispiel, bei denen sehr viel dann noch von dir selbst verwaltet wird und natürlich den klassischen großen gewerblichen Agenturen, die ja eben auch offline dann ein richtiges Büro haben, an das du dich wenden kannst und die natürlich dann auch nochmal was anderes sind. Insofern klären wir jetzt erstmal die Online-Booking-Agenturen. Ein Anbieter ist zum Beispiel Gigmeet. Bei Gigmeet ist es so, dass der Veranstalter als auch der DJ ein eigenes Profil haben können. Und das Ganze ist sehr umfangreich. Also du kannst dir wirklich extrem viel Sachen einstellen über dich, über das, was du eben anzubieten hast, Bilder, Informationen über deine Biografie, wo du bis jetzt schon gespielt hast, mit wem und so weiter. Also wirklich ein Social-Media-Profil und kannst also so sehr viel von dir preisgeben und die Leute können sich schon einen guten Eindruck von dir machen. Veranstalter stellen dann die Gigs auf der Seite online. Und du als DJ bewirbst dich dann und der Veranstalter sieht es dann und guckt sich logischerweise dein Profil an, schaut, ob das soweit passt und so kommt dann eventuell was zustande. Geografisch gesehen gibt es kein Limit, also da sind auch genauso Gigs von Spanien drin und die Veranstaltungsgröße und Art ist auch vollkommen variabel. Das gibt also keine Vorgaben, wo das Ganze stattfinden soll, wie, wann und so weiter. Alles vollkommen offen. Du musst auf jeden Fall einen monatlichen Betrag investieren, dass du dich auf die Gigs bewerben kannst. So verdient Gigmeet sein Geld. Und das ist dann auch logischerweise eben keine Garantie, dass ihr diesen Gig bekommt. Denn ihr könnt logischerweise abgelehnt werden. Also insofern ihr ein sehr schlechtes Profil habt oder auch Pech oder es passt auch einfach nie, dann kann es im schlimmsten Fall passieren, dass ihr monatlich diesen Betrag bezahlt, aber trotzdem nie einen Gig an Land zieht. So ist generell halt eben der Ablauf. Veranstalter stellt Veranstaltung ein, du bewirbst dich, Veranstalter schaut eben, wer hat sich beworben und wählt dann jemanden aus. Der Veranstalter, ist natürlich auch ganz klar, legt die Höhe der Gage fest. Die ist natürlich meistens auch gerechtfertigt. Hier möchte sich auch niemand die Blöße geben, dass man da freche Gagenvorstellungen veröffentlicht. Aber eben groß verhandeln ist schwierig. Das ist natürlich was anderes, wenn du mit einer Person dich zusammensetzt und hier dann eben verhandelst, was denn deine angemessene Gage wäre. Ein Punkt ist auch, dass nur mit einem Premium-Account wirklich alle Gigs für dich sichtbar sind. Und das sind natürlich dann meistens auch eher die potenten Veranstaltungen. Von daher, wenn man das Ganze in Erwägung zieht, dann sollte man sich auch einen Premium-Account zulegen. Aktuell gibt es noch eher eine geringe Anzahl an Gigs. Viele sind auch im Ausland. Und insofern du halt also Anfänger bist, wird es hier vielleicht schwierig sein, weil du natürlich auch nicht direkt ins Ausland möchtest und dir auch unter Umständen die Reputation fehlt, dass du direkt schon solche Gigs an Land ziehen kannst. Von daher, das Gig-Angebot ist aktuell für DJs noch ein bisschen schwierig, aber es gibt auf jeden Fall welche und es ist ziemlich leicht zu bedienen. Du solltest dir auf jeden Fall bald vorbeischauen. Du kannst ja einfach mal ein Profil anlegen, wenn du merkst, da geht was und das passt auch für dich, dann ist cool. Wenn nicht, kannst du ja ganz unverbindlich einfach wieder die Präsenz auf dem Portal beenden. Denn logischerweise müssen ja die Veranstaltungen auch zu dir passen. Denn wenn du Hochzeits-DJ bist und ein Residency in einem Hip-Hop-Club angeboten wird, hilft dir das natürlich herzlich wenig. Ja, Weltklasse Jungs ist ein anderer Anbieter. Hier ist es auch wieder so, dass du als DJ dein Profil erstellst, deine Biografie. Du machst Angebote, wie viel Gage möchtest du haben, was kannst du alles, was bietest du alles und musst dich dann mit 30 Euro Anmeldegebühr hier dann eintragen auf der Website. Du kannst die Gage natürlich frei wählen, das bleibt dir überlassen.
Der Bürokratieaufwand ist auch eher gering, hast aber auch eine große Konkurrenz, denn die Hürde im Prinzip der Einstieg in das Portal ist sehr gering. Du hast auf jeden Fall den Bonus, dass die Promo für dich sehr gut ist auf der Website, da sie hochfrequentiert ist. Und wenn du dann vor allem Mobile DJ bist, dann ist diese Plattform sehr gut für dich geeignet, denn die Mobile DJs machen auf jeden Fall den größten Anteil an diesem Portal aus. Aber natürlich, wenn du eher an Clubaufträgen interessiert bist, wird es hier schwierig. Natürlich gibt es nicht nichts, aber es kommt ja immer darauf an, eben, wo die Schwerpunkte liegen und ob es sich dann auch rentiert, hier die Arbeit und die Zeit da rein zu investieren, sich jetzt auch noch wieder an einem neuen Profil anzumelden und das alles einzupflegen. Der Veranstalter benutzt dann Weltklasse-Jungs als Suchmaschine sozusagen und sucht bei den bestimmten Kriterien dann, in welcher Umgebung, in welcher Preisspanne und so weiter eben er dann DJs haben möchte und fragt dich dann an. Der gebuchte DJ hält dann also auch direkt vom Veranstalter die Gage und muss dann lediglich noch 15% an Weltklasse-Jungs abgeben. Das heißt also, hier ist im Prinzip kein Mittelsmann und das läuft alles sehr direkt ab. Dann kann man natürlich auch viel abklären und das ist auf jeden Fall ein sehr positiver Aspekt. Außerdem ist positiv, dass Weltklasse-Jungs noch viel SEO betreibt, also Search Engine Optimization, dass man bei Google oben gelistet ist und auch generell gefunden wird, wenn jemand was sucht. Also ist hier der Online-Auftritt auf jeden Fall ein starker. Es werden sogar Werbebanner geschaltet. Das einzig Schwierige an der Sache ist vielleicht, wenn du halt schon einen sehr professionellen Internetauftritt hast und mit deiner Website auch sehr gut bei Google gerankt bist, machst du dir logischerweise selbst Konkurrenz. Denn wenn der erste Link dann bei Google Weltklasse-Jungs ist und der zweite deiner, die Veranstalter aber trotzdem auf den ersten Link klicken und so buchen, musst du 15% an Weltklasse-Jungs abgeben. Wenn es über deine Website läuft, logischerweise nicht. Und der Unterschied ist hier im Prinzip lediglich ein Klick. Und das kann natürlich schon viel Geld sein. Insofern, das ist ein Punkt, den du überlegen solltest. Aber leider ist es ja heutzutage auch noch so, dass nicht jeder DJ eine professionelle Website hat. Das ist natürlich auch ein Punkt unseres Marketingkurses. Die DJ AG ist ein weiterer Anbieter. Hier ist es so, dass auch wieder der DJ sein eigenes Profil erstellt und hier alle Angaben macht, wie bei den anderen auch. Ganz klar, man muss ja eben auch zeigen, was man hat und was man kann. Die Gage ist wieder frei wählbar. Hier ist der Bürokratieaufwand leider etwas höher als bei Weltklasse-Jungs. Deswegen ist es hier auf jeden Fall ein bisschen anstrengender, das Ganze aufzusetzen. Meistens werden Mobile DJs gesucht. Das heißt eben, du musst auch wieder schauen, welches Klientel kannst du bedienen und demnach auswählen, ob jetzt DJ AG was ist oder nicht. Wenig Clubaufträge, ähnlich wie bei Weltklasse-Jungs. Das liegt halt auch daran, dass die Kunden von diesen Portalen verstärkt Privatleute sind, die eben für ihre Firmenfeier, für ihre Hochzeit und ähnliche Veranstaltungen jemanden suchen. Also keine direkten professionellen Leute aus der Szene. Und eben Privatleute veranstalten auch eher Events in dieser Richtung. Das Ganze läuft dann so ab, dass der Veranstalter bei DJ AG nachfragt. Also hier ist jemand zwischengeschaltet. Und DJ AG wählt dann anhand von bestimmten Parametern aus, ob du für die Anfrage gut geeignet bist, ob das passt oder nicht. Dann, wenn DJ AG festgestellt hat, okay, das passt, der könnte hier eben gut auf der Veranstaltung spielen, fragen sie dich an und du musst dann eben noch sagen, ja, passt oder passt nicht. Das ist natürlich auch immer abhängig vom Termin und allen Konditionen. Du musst ja auch noch eben feststellen, ob es für dich passt oder nicht. Und somit hast du halt leider keinen Einfluss auf das Auswahlverfahren. Und das ist natürlich insofern blöd, dass du hier ja ein bisschen alleine gelassen wirst und das Ganze natürlich auch ein bisschen willkürlich rüberkommen könnte, weil hier eben dieser Mittelsmann ist. Aber auf jeden Fall DJ AG auch ein Online-Portal, das man nicht unbedingt unterschätzen sollte. Bei positivem Feedback erhält der DJ dann die Kontaktdaten vom Veranstalter. So könnt ihr euch dann direkt absprechen.
wenn das vorher eben abgesegnet wurde von beiden Seiten, dass es soweit stimmt. Und die Veranstaltung ist dann halt leider nicht als Referenz aufzuführen. Das ist bei den anderen Portalen ein bisschen anders. Da kann man eben dann noch ein bisschen zeigen, was man denn alles schon so gemacht hat. Das geht bei DJAG leider nicht. Pro Gig werden dann 20 bis 30 Euro Provision fällig. Das hängt von der Höhe der Gage ab. Das kann man noch verkraften, je nachdem. Mobile DJs bekommen ja auch verhältnismäßig meistens ein bisschen mehr Gage, haben natürlich auch mehr Aufwand und mehr Unkosten. Aber trotzdem, wenn man schon einige hundert Euro für einen Gig bekommt, dann geht es, kann man verkraften. Insofern du aber noch ziemlich am Anfang bist und weißt, dass alles über 100 Euro vielleicht noch für dich out of range ist, dann ist wirklich fraglich, ob es Sinn macht, hier eben dann auch noch so einen großen Prozentsatz davon abzugeben. Und natürlich auch die Frage, ob du hier überhaupt dann so viele Gigs generieren kannst. DJAG macht leider keine besonderen Werbeaktionen oder SEO. Das ist halt ein Pluspunkt, der eher Weltklasse-Jungs gehört. Und insofern musst du jetzt abwägen, welcher von diesen großen drei Anbietern dir vielleicht am ehesten zusagt. Bei den großen Szeneagenturen ist es natürlich schon so, dass diese meistens den großen Star-DJs vorbehalten sind. Oft ist es sogar so, dass diese Agenturen aus einem gewissen Kreis intern nur gegründet wurde und so vielleicht sowieso gar niemand mehr anderes mehr aufgenommen wird. Aber das ist auf jeden Fall schwierig, da ran und reinzukommen. Deswegen kannst du hier das nutzen, dass du lokale oder eben Nischenagenturen auswählst, die nicht ganz so groß sind und hier aber ja trotzdem dann schon mal ihre Arbeit in Anspruch nehmen kannst. Denn auch wenn du jetzt hier gerade am Anfang deiner Karriere stehst, brauchst du natürlich auch gar nicht so eine große, renommierte Agentur. Die Konkurrenz ist logischerweise sehr hoch, wie auch bei Labels oder generell, wenn es darum geht, an Gigs zu kommen. Deswegen pass hier auf, dass du dein USP genau herausarbeitest, denn bei der Booking-Agentur geht es ja auch darum, dass sie dich als Produkt gut verkaufen können. Die müssen sehen, das ist jemand mit Charakter, der hat eben wirklich was anzubieten und das ist was Neues. Es bringt frischen Wind rein und den können wir auch so dann an die Veranstalter weiterreichen. Deswegen gilt hier, sei besonders und mach auf dich aufmerksam. Den Kontakt solltest du auch hier erst wagen, wenn du eine anständige Präsenz hast. Das haben wir vorhin schon mal erwähnt. Online-Auftritt ist das Mindeste. Besser ist es auch noch, wenn du eben ein gutes Standing hast, Flyer verteilst, eine anständige Visitenkarte hast, ein gutes Demo-Pack zusammengestellt hast und also wirklich hier breit aufgestellt bist und auch was vorweist. Ne? Viele Follower, einige gepflegte Social-Media-Profile, denn wenn die Agentur dich ja weiterreicht an Veranstalter, dann wollen ja die Veranstalter auch sehen, okay, wenn wir den buchen, kann der wiederum auch Werbung für meine Veranstaltung machen und das bringt wirklich was. Dadurch kommen auch wirklich mehr Gäste. Ja, schön ist dann natürlich, dass die Agentur dir viel Arbeit abnimmt, denn du machst das DJing ja in erster Linie, um aufzulegen und nicht um Zettelwirtschaft zu bearbeiten oder andere nervige Dinge zu erledigen. Und hier ist die Booking-Agentur auf jeden Fall dein Freund. Hier wird viel für dich übernommen und du kannst dich um die eigentliche Kunst kümmern, eben um das Musizieren. Für dich fällt auch eben das vielleicht sehr leidige Anfragen immer um Gigs an und das abzuklären, wann und wo und wie viel und so weiter. Das sind eben alles Punkte, die die Booking-Agentur für dich übernimmt. Außerdem, sehr gut bei Booking-Agenturen ist halt das Netzwerken, denn diese haben durch ihre anderen Künstler auch schon viele Kontakte zu Festivals, in Clubs, zu Veranstaltern generell und können halt hier sehr effizient ihre Leute verteilen, kennen dich natürlich auch sehr gut und wissen daher sehr gut, welche Gigs für dich passen und wo halt alle dann wirklich was davon haben. Die Agentur muss zu dir passen, ganz klar. Von deinem Musikstil, von deinem Auftreten, von deinem Charakter muss das einfach stimmen. Denn logischerweise macht es auch als Hip-Hop-DJ jetzt mal ganz platt gesagt keinen Sinn, sich bei einer Agentur für elektronische DJs zu bewerben. Denn die Kundschaft dieser Agentur wird ja auch elektronische Musik anbieten oder eben diese Nachfragen. Insofern ist das Quatsch.
Und auch wenn eben eine Agentur sich eher vielleicht auf den geografischen Raum spezialisiert hast und du aus einer ganz anderen Ecke von Deutschland kommst, macht natürlich auch keinen Sinn. Hier ist es wichtig, dass du das alles gut recherchierst und das Ganze vielleicht auch mal in einem Erstkontakt abklärst und einfach schaust, ob das denn überhaupt zu dir passt. Zeig dem Label genau wie auch eben den Veranstaltern, was sind deine Alleinstellungsmerkmale, was ist so besonders an dir, warum man jetzt dich unbedingt braucht. Denn einfach einen ganz normalen DJ, der ein Lied an das nächste reiht, die gibt es wirklich zur Genüge. Schau hier, dass du ein Alleinstellungsmerkmal hast, dass du irgendwie hervorstichst und dass man dich auch als solches, als DJ, als dieses Musikprodukt so weiterverkaufen kann. Achtung vor Knebelverträgen und versteckten Kosten. Es gibt hier leider immer wieder schwarze Schafe, die versuchen da, ja, im Prinzip einen Vorteil für sich draus zu ziehen, dass du vielleicht noch Neuling bist. Und deswegen, wenn das Ganze zu kompliziert wird, dann schau, dass du hier vielleicht den Anwalt zur Seite nimmst oder wenigstens das Ganze nochmal mit deinen Freunden und Verwandten durchschaust, ob hier nicht noch irgendwas im Unreinen ist. Außerdem kannst du selbst veranstalten und dann Acts buchen, die eben von dieser Agentur sind, um so Kontakte aufzubauen. Das ist eine gute Möglichkeit hier, eben wieder Netzwerken, Netzwerken, Netzwerken. Denn wenn die Leute sehen, du kannst veranstalten, du warst nett auf dieser Veranstaltung, du kannst gut auflegen, denn diese Leute sind ja dann logischerweise auch vor Ort und die dann bei den Agenturen ein gutes Wort für dich einlegen, hast du auf jeden Fall gute Chancen. 20% der Gage kann man abgeben, ist in Ordnung, sollte aber jetzt auch nicht unbedingt viel mehr sein, denn auch mit anderen Extrakosten sollst du hier vorsichtig sein, du sollst ja auch noch eben was für deine Kunst bekommen. Die Aufnahme ist bei vielen, vor allem eben bei den anfangs erwähnten großen Star-Agenturen, natürlich daran geknüpft, dass du schon viel Reputation hast, dass du vielleicht irgendwo Resident-DJ bist, dass du eben was vorweisen kannst, vielleicht auch eine Diskografie, also dass du wirklich schon Sachen released haben musst. Das gilt es halt herauszufinden. Aber Fragen kostet nichts, insofern du eine anständige, professionelle Anfrage raushaust und eben keine Facebook-Nachricht mit Rechtschreibfehlern. Und ja, deswegen eben, es gibt hier keine Blaupause. Wenn du das bist, geh zu der Agentur und wenn du dies machst, wirst du so auf jeden Fall genommen. Das bleibt hier an dir, dass du auch noch eben gut recherchierst und das alles auch gut vorbereitest. Und deswegen gehen wir dann auch davon aus, dass du hier gute Karten haben wirst. Du hast jetzt auf jeden Fall einige Möglichkeiten, wie du hier Kontakt zu einer Agentur aufbauen kannst. Wir hoffen, du konntest in dieser Lektion einiges mitnehmen. Insofern du noch Fragen oder Anregungen zu dieser Thematik hast, darfst du uns gerne eine E-Mail schreiben. Diese findest du hier unter dem Video. Wir sehen uns dann gleich wieder in der nächsten Lektion und wünschen dir bis dahin alles Gute.